Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir einiges fertig bekommen, unter anderem zwei neue Räume. Wir haben die ersten Kacheln hier gelegt. Es ist gerade ein bisschen dunkel, ist aber auch Nacht. Obwohl, in der Höhle wird es eh nie heller. Naja, beim Blitz wird es mal ein bisschen kurz heller. Aber ihr seht es ja hier. Ne? Also es sieht auf jeden Fall hübsch aus, finde ich. Dann haben wir hier weitere Bereiche markiert zum Ausgraben. Und da oben brennt es gerade, ist nicht schlimm. Hier wird der Speiseraum sein. Hier ist Durchgang, damit man sich Essen holen kann und so weiter. Auch von hier kommt man in den Bereich, wo die Kühlschränke stehen mit dem Essen. Dann kann man sich hier hinsetzen und gemeinsam die Mahlzeit einnehmen. Dann haben wir hier jetzt auch Pilzkies liegen, das ist gut. Das heißt, wir können erstmal die Anbauzone können wir erweitern. So, und dann gibt es hier noch mehr Pilz für uns. Und jetzt schaue ich mal hier, jawohl, Tinctoria, was super schnell wächst, braucht nur zwei Spieltage. Dann haben wir hier schon die ersten Färbemittel und dann könnten wir im Grunde unsere ganzen Klamotten färben. Das finde ich total super, weil bisher ist man ja immer durch die Farbe des Stoffs oder des Leders beschränkt oder dadurch wird festgelegt, wie die Klamotten aussehen. Alle Siedler, alle Kolonisten haben jetzt eine eigene Lieblingsfarbe. Ich liebe zum Beispiel hier dieses Beige-Braun. Rust will was Grünes tragen. Phoenix Eye hat hier Blau, LP Grau. Doc Snyder so ein Pink. Und Mika lila. Und wenn die Farben ihrer, also wenn die Klamotten aus ihrer Lieblingsfarbe tragen, dann kriegen die auch noch einen Stimmungsbonus. Und das können wir aber, oder konnten wir bisher gar nicht selbst bestimmen, aber jetzt gibt es Färbemittel, die man hier aus diesen Pflanzen gewinnt und dann kann man das hier an dieser, das ist sehr dunkel, man sieht sie gerade hier nicht, aber hier ist die Styling Station, die haben wir in der letzten Folge schon gesehen mit den Haaren, mit den Frisuren und Bärten, da kann man dann auch die Klamotten färben. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Da freue ich mich drauf, denn die Ernte werden wir diese Folge mit Sicherheit noch mitkriegen. So, wir müssen die ganzen Blöcke wegtragen. Problem ist, wir haben momentan nicht so viel Platz hier. Wir müssen also noch einmal den Bereich hier vergrößern, indem wir Steine ablegen. So, und dann den Ritualplatz verlegen wir mal hierher erstmal. So, jetzt sind auch alle fleißig dabei und tragen die Steine raus, so wie das sein soll. Ist wahrscheinlich gleich schon wieder voll, das bisschen, was wir hier dazu genommen haben. Müsste aber auch gleich einer hingehen und hier neue Steinblöcke machen, weil wir haben keine mehr. Und jetzt muss ich mal in die Arbeitseinstellung schauen, wer das eigentlich nochmal macht. Das ist ja Stonecut und wir könnten da eigentlich nochmal jemanden für aktivieren. Wir haben da momentan nur Phoenix Eye aktiv. Und wir nehmen jetzt einfach mal noch Mika dazu. Stonecut, so. Und ich glaube, damit das dann überhaupt passiert, muss auch... Ne, muss nichts gemacht werden, da läuft es schon. Okay. So, dann werden die hier auch direkt weggenommen, die hier abgelegt werden und eingesetzt in den Boden. Und jetzt bei Tag kann man es sehen. Sieht doch ganz hübsch aus. Gut. Wir wollen Wände glätten. Und zwar die ganzen hier. Und die ganzen hier. Das auch. Das auch. Das auch. Halt, stopp. Jetzt muss man aufpassen, weil hier wird jetzt der Boden geglättet. Das wollen wir nämlich eigentlich nicht. Wir legen hier Holzboden aus. Obwohl geglätteter Boden, was die reine Qualität angeht, also von dem, was die Kolonisten gerne mögen, sind die geglätteten Böden ganz oben auf der Liste. Die sind richtig hübsch für die Siedler. So, das glätten wir auch alles. Hier, 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 da, da, da und hier auch schon mal. Und dann machen wir das hier und hier. Und ja, was hier vorne genau passiert, weiß ich noch nicht genau. Aber das können wir auch glätten. Okay. So, also genug Aufgaben haben wir jetzt auf jeden Fall.
Jetzt können die Leute sich austoben und dann müssen wir bald auch mal unterirdische Stromleitungen noch verlegen, weil wenn die Wände geglättet sind, können wir die Leitungen da durchlegen und dann verschwinden die sowieso. Aber dann sieht es halt auch schöner aus, wenn wir so im Bearbeiten-Modus sind, ne? Dann hat man die in den Wänden drin. Das sieht besser aus. Gut. So, Heu ist genug da. Hier ist teilweise schon der Heuboden ausgebracht. Da ist noch ein bisschen mehr Stahl. Und wie viel haben wir momentan? 800. Wie viel ist denn das noch? Das sind nur noch die drei. Na komm, dann nehmen wir die auch noch mit. Wir werden hier auch noch weiteres Heu oder Stroh auslegen. Dann können die neuen Tiere, die hier reinkommen, auch schön fragen, warum liegt denn hier Stroh? Dann läuft das schon. Ah ja, neue Schlafplätze kriegen die auch alle. Beziehungsweise würde ich die einfach gerne jetzt an den Rand bringen. Wunderhübsch. So, die Steinbrocken kommen raus. Und da kommt ja, ich habe jetzt keine Blöcke frei, darum muss ich mir die irgendwo klauen und kopieren. Und dann werden sie gebaut, wenn wir das Material haben. So, da machen wir die Zone jetzt hier so hin. Und dann ist das insgesamt doch schon mal gar nicht so schlecht. Hoffe ich zumindest. Hier ist das offen. Und die Ziege ist schon rausgelaufen. Jetzt ist wieder alles zu. So, Doc Snyder hat Stufe 8 in Konstruktion bekommen. Wie schön. Ja, und auch das Wandkletten läuft jetzt relativ schnell. Das ist eine Aufgabe, die immer total lange dauert. So, diese Pilze sind bei 66% und das Tinctoria ist geerntet. Wo ist es hingekommen? Da liegt's. Farbstoff. Perfekt. Wir gehen an die Station. Und zwar jeder von uns. Stil ändern. Und wir tragen ab sofort Klamotten in unserer Lieblingsfarbe. Schade, dass die hier nicht angezeigt wird übrigens. Ah doch, Ideologiefarbe oder Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe. Ideologiefarbe. Okay. So werden wir das machen. Akzeptieren. Auch bei Rust. Kleidung. Ändern wir. Frisur und so lassen wir. In dem Fall, wie es ist. Kleidungsfarbe. Lieblingsfarbe. Ideologiefarbe. Lieblingsfarbe. Zack. So. Ich schätze, dadurch, dass sich jemand anderen das benutzen lassen habe, ist das bei mir wieder abgebrochen worden. Das heißt, das muss ich gleich nochmal neu machen. So, jetzt müssen wir mal schauen bei Rust. Ich bin ganz neugierig. Da, trage Lieblingsfarbe. Okay, das gibt nur einen Punkt. Leiste, Brust, Haare unbedeckt. Haare unbedeckt, das mag er nicht. Was, glaube an Wolfismus? Moment. Männerkleidung, Hose, Hemd und Hut. Hut, genau. Ich wollte sowieso noch Hüte machen. Hüte. Jetzt muss ich schauen, ob dieser Halskragen eine Kopfbedeckung, als Kopfbedeckung zählt. Inventar. Verdeckt Schichtkopf. Verdeckt Hals. Ja, Schicht Kopfbedeckung. Das heißt, wir werden keinen Hut tragen können als Rust. Hat Rust leider Pech gehabt. So leid es mir tut. So. Jetzt pennen wir erstmal alle schön die Nacht durch. So, Doc Snyder, Phoenix Eyes wach. Das heißt, der wird als nächstes geändert. So, Lieblingsfarbe, Ideologiefarbe, Lieblingsfarbe. Nee, das ist rituell. Das Ding muss Ideologiefarbe sein. Aber er hat zwei Sachen mit Lieblingsfarbe dann.
könnten natürlich. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? So ist schon besser. Wir machen es so. So, der holt sich jetzt 4 Farbstoffe. Und wir haben genug. 26 plus nochmal 7. Warte mal, wo sind sie denn? Haben wir sonst noch irgendwo versteckt welche liegen? Ich sehe sie gerade gar nicht. Doch, da unten, 40 Stück. So, Phoenix Eis fertig. Dann mache ich jetzt als nächstes eben. So, Kleidungsfarbe. Lieblingsfarbe, Lieblingsfarbe, Ideologie. Ah, das haben wir eh schon gemacht. Wir müssen es nur noch umsetzen. 3 Farbstoffe nötig. So. Wir müssen Russ auch nochmal ändern. Phoenix Eye hat eine Fressattacke. Na, großartig. Guten Appetit. So, das sieht für mich nämlich noch leider nicht so gut aus. Wir werden das ändern. Und zwar machen wir hier Ideologiefarbe. Da die Lieblings... Moment, Ideologiefarbe, da die Lieblingsfarbe. Das bleibt Lieblingsfarbe und das wird auch Ideologiefarbe. Das sieht dann nämlich hier einheitlicher aus. Jetzt seht ihr, wie es sich ändert. Und das ist deutlich besser. So, LP ist dran. Egal, was die gerade machen. Wir zitieren sie jetzt alle her. Aber schön der Reihe nach, natürlich. So, LP, wo bleibst du? Da bist du. So, also. Lieblingsfarbe, Lieblingsfarbe, Ideologiefarbe. Akzeptieren. Holt er sich die Farbstoffe und dann geht's los. Ich glaube, wir müssen gleich auch mal die Forschung priorisieren, damit wir da weiterkommen. Wir wollen ja die Multisplit-Klimaanlage noch haben, hier für den Raum da oben. Ah, LP ist fertig. Dann ist Doc Snyder dran. Lieblingsfarbe, Lieblingsfarbe, Ideologiefarbe. Da ist kaum Unterschied, das ist eigentlich wunderbar. So, und früher musste, wenn man alles rot haben wollte, musste man eben Teufelsgarnstoff benutzen. Das geht heute ein bisschen einfacher. So, oh, Moment mal. Mika, was ist denn bei dir los? Also, das muss Ideologiefarbe sein, aber warum hast du denn sonst keine Klamotten an? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil nichts fertig ist. Wie kann das sein? Hose, Hemd, Staubmantel. Fehlt. Alles andere ist noch einmal da. Aber wieso ist das nicht gemacht worden bisher? So. LP muss nähen. Kurz mal auf die Arbeit gehen. Schneidern ist hier. Ist auf 2. So, Drogen haben wir momentan nicht. Ja, wir haben Bergbau noch auf 2. Das setzen wir hier mal auf 3 zurück. Jagen wird nicht gemacht, dann sind diese Sachen dran. Ich denke, dass es vor allem daran lag. So, dann wird jetzt Schmieden Schneidern gemacht. Ja, das ist besser. Und wenn dann nichts mehr zu schneidern ist, dann geht es auch wieder an die Forschung. Und so lassen wir es dann auch. So, Mika. Der dürfte unglücklich sein, weil der noch nackt ist. Also, ja, Leiste, Brust, Haare unbedeckt. Das finden die nicht so toll. Und wir müssen, ja, wir müssen noch Hüte fertigen. Aufgaben hinzufügen. Wir hätten gerne Cowboy-Hüte. Ich finde die am besten. Ich setze die jetzt mal nach ganz oben. Cowboy-Hüte, da wollen wir jetzt erstmal 5 Stück von haben. Egal aus welchem Material im Grunde. Mika kann gleich die Hose anziehen, die ist fertig geworden. Und das Hemd ist auch schon fertig. Und da werden schon die Hüte gemacht. Perfekt. Und dann gehen wir jetzt mal in die Kleider
Einstellungen und gehen zunächst auf den Kolonist, weil alle sind ja Kolonist, bis auf Phoenix, ADS, Wolf, Quisitor. Bei den normalen Kolonisten tragen wir jetzt bei Kopfbedeckung ein. Hut. Hut, wo ist er? Da, Cowboy-Hut. So, demnach wollen die den jetzt alle auch tragen. Und bei Sklave, naja, da geht's halt eben nicht. Hat Pech gehabt. Und dann müssen wir gleich leider alle nochmal zum Färbetisch schicken, damit der Hut auch noch eine andere Farbe bekommt. So, jetzt wird der letzte Hut gefertigt. Und jetzt stellen wir das um auf bis wir haben. Und dann wollen wir halt immer einen haben. Und da zählt dann auch wieder, dass der mindestens 51 bis 100 Trefferpunkte haben muss und mindestens normal bis legendär. So ausgerüstet ist, wird nicht gezählt. Und da haben wir jetzt zwei von, weil... Ah, ich habe Rust mitgezählt. Na, ist aber nicht schlimm. So, jetzt müsste LP eigentlich auch einen ausrüsten gleich. Kleidet sich mit Hut. So, dann fangen wir nochmal links an und ändern die Stile. So, und der Hut kommt dann... Ich überlege gerade. Sollen wir bei den Hüten noch die Lieblingsfarbe nehmen oder auch die Ideologiefarbe? Ich bin ja wirklich stark für Einheitlichkeit und ich finde das so schon richtig. LP. So, wir pflanzen diese Fläche dann nicht neu an, weil wir haben dann genug Farbstoffe. So, und da wird jetzt dann auch endlich mal eine Waffe hergestellt. Mika hat sein Hemd angezogen. Und auch schon in der richtigen Farbe scheinbar. Ne, Lieblingsfarbe, Lieblingsfarbe. Ideologie, Ideologie. Ist das nicht schön? Eine bunte Truppe haben wir hier. Sieht aus wie eine Karnevalsgruppe. Was soll's. So, Automatiktüren. Hier, 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 hier. Ja, die Gewehre sind jetzt halt noch das, was hergestellt werden muss. Ja, und wir wollen eigentlich auch für immer Mechanoiden verlegen, zerlegen. Fix Component. Es gibt offensichtlich Salvaged Components. Die kann man reparieren mit 10 Stahl. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es die vielleicht aus diesen Dingern hier gibt. Wenn man das kaputt schießt, die muss man ja angreifen. Und dann gibt es da bestimmt Components, also defekte Components, die wir rausnehmen können. So, hier, die werden natürlich, die gehen alle kaputt, die müssen wir alle rausholen. Alle dringend tragen lassen. So, wir haben 45 Komponenten momentan, plus die, die jetzt noch eingesammelt werden. Oh, Grizzly Bear jagt Rust. Stopp, Pause. So, wo ist Rust? Alarm, Alarm, Alarm. Oh Mann. Lauf, Rust. Im wahrsten Sinne, lauf um dein Leben.
LP, Dr. Wolfsherz, Phoenix Eye. Oh, getroffen. Jetzt geht's los. Oh, voll auf Rust. Ah, der Bär dreht ab. Der Bär dreht ab. Jetzt jagt er wieder. Okay. Jetzt rächt er sich. Erledigt. Da ist keine Gefahr, das kriegen wir noch schnell hin. Wie jetzt? Echt gefüttert? Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt. Erledigt, erledigt, erledigt. Und dann... abgerissen. Frischbahn, was ist denn da jetzt eigentlich weg? Das linke Ohr, oh mein Gott. Also, wir haben den linken Arm ist schon weg. Der rechte Zeigezeh ist abgeschossen. Das linke Ohr ist abgerissen. Mensch, Rust. Das ist ja echt enorm, was Rust schon einstecken musste. Wird auch echt nicht besser momentan. Okay, okay. So, mal kurz gucken bei den Wildtieren, wie viele... wo sind die gefährlichen Wildtiere? Wir haben gar keine Prädatoren mehr. Das sind jetzt alles nur relativ harmlose Tiere. Ja, das ist aber auch gut zu wissen. Sind das Prädatoren? Ich glaube schon. Sind keine da. So. Party! Ja, wird auch mal wieder Zeit. Phoenix Eye schmeißt eine Party. Hier, am Herd. Nee, hier sind sie alle. Sind auch alle da, außer Rust. Ja, Rust als Sklave darf nicht Party feiern. Warum liegt hier jetzt... Ach, das ist eine Hose. Ich dachte, da liegen 7 Hosen. Hatte ich das durcheinander gebracht. So, Leute, ich würde sagen, für diese Folge soll es mal reichen. Wir haben ja wieder einiges erlebt. Wir haben den Angriff eines Bären überstanden. Rust ist davongekommen nochmal und traut sich schon wieder mutig raus. Hier ist es passiert. Aber es läuft soweit ganz gut. Ich bin zufrieden mit unserem Fortschritt, wie es sich entwickelt. Pilze wachsen inzwischen auch mehr als genug. Ich denke sogar, dass diese 2 Höhlen vielleicht, also zumindest für diese Anzahl an Kolonisten, vollkommen ausreicht. Wenn die geerntet sind, kommt hier das Lager hin. Bis dahin müssen wir mit der Forschung weiter. Das heißt, die Hydrokulturen und so, das muss jetzt alles fertig werden. Ich bin am Überlegen, ob wir hier das zunächst einmal pausieren. Pausieren. Es sind eh schon welche hergestellt worden, sehe ich gerade. Da ist ein gutes... Das heißt, wir könnten Phoenix Eye auf jeden Fall schon mal das Ding geben. Das mache ich noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.